Padawan, wie ich hörte, habt ihr mit euren Prüfungen angefangen. Meisterin Yuon hält euch für äußerst vielversprechend. Es du bist nur auf der Trämel, oder? Doch manche Jedi haben die Fähigkeit, mehr zu bewirken, mehr Leuten zu helfen. Interessiert. Was ist die Natur dieser Aufgabe? Der Galaxis steht ein Krieg bevor. Das Sith-Imperium schmiedet ein Komplott gegen die Republik. Und die Republik sucht Hilfe bei den Jedi. Wie immer. Doch nicht alle, die ein Jedi werden wollen, sind fähige Kämpfer und Anführer. Viele sind Gelehrte, Diplomaten, Strategen und Wissenschaftler. Deshalb haben wir eine Simulation entwickelt, um Jedi und Padawane daraufhin zu testen, ob sie republikanische Truppen anführen können. Ihr wollt, dass ich an dieser Simulation teilnehme? Genau so ist es. Die Droiden in diesem Dock wurden programmiert, um gemäß imperialen Militärprotokollen und Schlachtfeldtaktiken zu handeln. Zeigt eure Fähigkeiten, indem ihr diese Droiden besiegt. Einfach Droiden klatschen. Ihr seid auf dem besten Weg, republikanische Truppen in den Kampf führen zu können. Traut ihr euch das zu? Na klar. Von mir aus, was auch immer. Ausgezeichnet. Die erste Gruppe Trainingsdroiden wartet auf euch. Viel Erfolg. Weißt du, was mir mal auffällt? Bei diesen ganzen Kämpfen, Sith Imperium gegen Republik, ein ganzes Imperium schafft es nicht, die Republik zu stürzen. Ja. 1000 Jahre später kommt ein Sith, ein einziger, und unterwandert eine ganze Galaxie. Nun, es ist einfacher, wenn die Republik sich selbst vernichtet. Ja. Fertig. Trämel, wir haben fertig. Trämel light. Ist die Cola Light, nur Trämel. Hoffentlich haben wir bald eine anspruchsvollere Aufgabe für euch. Ja, das hoffe ich auch. Hoffentlich nicht. Was willst du von schon wieder von uns? Das war eine beeindruckende Leistung vorhin. Aber wir haben an der Programmierung dieser Droiden gefeilt. Wollt ihr es nochmal? In 3 Sekunden, okay. Raus da. Und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Alles klar. Das Bestehen ist aus Holz. Entschuldigung, aber ich bestehe nicht aus Holz. Und ich bin sehr beleidigt, dass du was sagen würdest. Warum darfst du dich anfassen? Ist auch nicht. Sind wir falsch? Nein, Stufe 2. Doch, da. Oh. Ihr müsst alle draufklicken. Ach. Ja, stimmt. Geht voraus, Liebling. Alles klar. Na, hallo? So. Da. Fertig! War's das? Wirklich? Das war's? Yep. Ich bin enttäuscht. Das war der Hardcore-Druide, der uns wegnumsen sollte. Super Arbeit, Trämel. Sehr gut. Ich bin begeistert. Gute Arbeit. Das nächste Mal müssen wir euch eine echte Herausforderung machen. Noch ein nächstes Mal? Okay, was willst du? Oh, Stufe 10, yeah. Ja, Stufe 10. Sekunde, ich kann das so am Gespräch beschreiben. Jawohl. Oh, ich darf sogar anfangen, krass. Ja. Beim letzten Mal habt ihr noch alles einfach aussehen lassen, aber macht euch jetzt auf ein paar Überraschungen gefasst. Ja, genau. Raus da. Und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich bin nicht aus... So, wartet kurz. Ah! Oh! Ist die nicht mal geil, hä? Das ist ein netter Kristall. So, komm, jetzt können wir Druiden klatschen gehen. Alles klar. Achso, dann kriegst du dann gleich noch wieder. Ja, ich glaube, der ist sowieso jetzt an dich gebunden, dass du ihn angelegt hast, Bermo. Stimmt. Fertig! Oh, Loot. Hab ich ja gerade Loot gehört? Komm, Arsch ab. Trämel, haben fertig, komm, Arsch abwischen. Hey.
Der einzige Grund, warum ich jetzt nicht auf Fotogespräch drücke, ist, weil ich ihn persönlich beleidigen will. Und noch eine beeindruckende Runde. Ach was. Wir müssen diese Dinger das nächste Mal wohl fair machen. Junge! Bleib uns vom Leib. So. Müssen wir erstmal zu den Hardcore-Meistern. Oder ja, Anti-Hardcore-Meister in dem Fall. Schauen wir mal. Weil die gegen jegliche Form von Härte sind. Wir sind hergehüpft, kommt. Hey! Hattet ihr Erfolg, Padawan? Ja. Habt ihr unsere Schüler in den Ruinen gefunden? Sie sind tot. Ja. Sagt, was habt ihr über die Beziehung von Spanius und Murasen erfahren? Wir hätten sie Namen vorhin nennen können. Sind sie ineinander verliebt? Unschuldig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Luft. Wirf die Würfel. Die beiden haben keine Romanze. Ja. Ja. Seht ihr, Meister Servate? Warum hat sie mich schon wieder? Schon wieder. Ich bin sehr erleichtert, das zu hören. Überrascht, aber erleichtert. Ich will den Kristall haben. Ihr habt in dieser Angelegenheit Stärke bewiesen. Der Orden kann sich glücklich schätzen, euch zu haben. Ich wollte einfach abfahren. Ihr sprecht mir Ach komm schon! Zu, Bescheidenheit ist eine Tugend, Padawan. Da ihr euch nun mit ihnen angefreundet habt, seht doch mal nach unseren Schülern. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Ausbildung. Okidoki. Außerdem, wenn wir später Romanzen eingehen, denke ich mir einfach nur, whoopsi. Ihr müsst uns mir sagen, wohin. Zu dem scheiß Außenposten, wo wir gerade hingegangen sind. Der heißt Teil von Elarienpfad. Wir wollen Kristall abholen. Elarienpfad. Ja, also jetzt warten wir. Weil, ernsthaft, ihr geht immer los und ist mir so, wohin? Ach ja, genau, wir sollten bestimmt die Tontons benutzen. Ich finde die Fähigkeit, diesen Gegenstand zu benutzen. Gleiche Navigation kommt von Natur aus später, oder? Rang 1. Ja, wann kommt Gleiche Navigation? Fähigkeiten? Ich weiß, wie man die kriegt. Oh nein, nein, ich wollte das nicht anfassen. Geh weg, Tutorial. Ich Was nehme an. Ah! Okay, es erzählt anscheinend jetzt eine Geschichte. Eine Gleichnavigation muss man nicht per... Das geht 10 Minuten. Doch, muss man vom Trainer abholen. Ah ja, Flagge. Kommt. Okay. Sekunde, ich erzähle eine Geschichte für die nächsten 10 Minuten. Beweg deinen Arsch. Wir wollen den Kristall haben, den du uns verwehren wolltest, Luf. Ich wollte ihn auch, es habe auch gejubelt, als... Ich muss jetzt gute Seite spielen. Weißt du, ich wollte eigentlich gar nichts tun. Luf. Weißt du, wie viele helle Seitenentscheidungen ich bei dem Sith-Krieger bereuen wollte? Generell immer, wenn wir irgendeinen Hutten am Leben gelassen haben. Haben wir irgendeinen Hutten am Leben gelassen? Ich weiß nicht, die Würfel haben das, glaube ich, nie entschieden. Haben wir? Warte, bin ich. Ja. Obwohl, nee, im LP nicht. Wir durften über keinen Hutten entscheiden im Let's Play bisher. Doch. Stimmt, wir hatten ja diesen einen, den wir geröstet haben. Seinem eigenen Schild. Das war schön. Oh, die Erpresserin kehrt zurück. Ihr wollt wohl den Kristall. Die Erpresserin. Danke, dass ihr unser Geheimnis bewahrt habt. Ist gut, Jacerlight. Gebt mir den Kristall. Gebt ihn her und wir können diese Sache vergessen. Blutsauger. Du hast, was du wolltest, Liebste. Dagegen wiegt der Kristall nicht viel. Macht euch nichts daraus. Sie wollte den Kristall mehr lieben als dich. Na, komm. Da habt ihr euch ja was angelacht, Spanius. Was für eine Prinzessin. Da habt ihr recht. Hier ist der Kristall. Lebt wohl. Oh, gelb. Ein gelber Kühnheitskristall. Mit der kann man die Farben der Waffe ändern. Toll. Ah. Oh, hier gibt's auch eine Nebenquest. Und der erfordert kein Artefakt-Dings. Weil er blau ist. Nicht lila. Ist denn das gelb? Keine Ahnung. Oh. Upsala. Oh ja, das.
ist das Baby. What? Ein Fleischräuber-Baby. Oh nein. Nein. An die Dunkelseite Punkte fahren wir uns einfach sterben lassen. Anscheinend nicht. Nein. Also lassen wir das Baby jetzt hier liegen, während wir Fleißjagen gehen. Wir haben es, glaube ich, mitgenommen. Oder so. Okay. Hey, großer Abschaum. Lego-Steine. Genau, man muss drei von diesen Viechern erlegen, um ein Baby zu füttern. Die sind von dieser Strampel da angeflogen, kommt. Der denkt sich auch so. Euch mache ich. Oh nein. Wir haben das Baby liegen gelassen. Natürlich haben wir das Baby liegen gelassen. Können wir es nicht treten? Toll. So, dann auf zurück zu mir, die Tempel, ja? Sollten wir nicht das ins Fleisch treten? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also, schnelle Reise, zurück zu mir, die Tempel. Was sagtest du? Zuerst rüber wieder in das Fleischräuber-Territorium, oder kommen wir noch hin? Mit Level 11 wird man schon auf Level 10 runtergestuft. Ja. Eisen, wir müssen sowieso von hier unten weiter. Ja. Beziehungsweise dann von Kalikori. Genau, und vor allen Dingen muss ich gleich noch die Gleichnamigkeit abholen. Wo macht man das? Beim Trainer. Beim Meister. Hey, Bumsbacke, komm mal ran auf den Meter. Quip! Tritt das Baby. Ein Fleischräuber-Baby. So stellt die Macht meinen Einsatz für die Hilflosen dieser Welt auf den Kopf. Ihr habt das Richtige getan. Lasst es hier bei mir. Ich berufe den Rat ein, damit eine Entscheidung getroffen wird, was wir damit tun. Esst es. Okay. Hey, Stufe 11. Ich hab so das Gefühl, es wird eine Party geben. Baby Barbecue. Oh ja. War Barbecue. Ein Jedi sollte immer an sich achten. Geisternavigation. Möge die Macht. Ja, es muss bis Stufe 20 warten. Ach ja. Also, auf nach Kalikori, ja? Ja, Sekunde, so, komm her, du. Auf nach Kalikori. Stufe 20, what the fuck, ernsthaft? Kalikori, Knalls, Kalikori. 20. Chancen stehen, dass du es wahrscheinlich schon die Hälfte davon erreicht hast, bis wir die Flotte betreten. Nix daran, dass er echt mies ist. Es ist echt mies. Ihr kommt zu spät, Jedi. Wie immer, die Fleischräuber waren schon da. Sie haben ihre Opfer bereits gefordert. Mein Vater kannte diese Berge. Er half, die Patrouillen zu führen, so gut er konnte. Aber als die Fleischräuber aufkreuzten, schaffte er es nicht nach Hause. Er war nicht mehr jung, aber er verdient etwas Besseres, als zerfleischt zu werden. Habt Mitleid, Jedi. Findet ihn und tötet die Räuber, die sich euch in den Weg stellen. Manchmal muss man seine Kämpfe selbst austragen. Typisch, Jedi. Ihr tut so anständig und ehrenhaft. Dabei würdet ihr einen Mann eher sterben lassen, als euch zu bemühen. Ja, vielleicht. Ach komm. Tut mir leid. Ich werde euren Vater suchen, aber ich kann nichts versprechen. Seid vorsichtig und beeilt euch vor allem. Bitte,
Falls ihr er hat auch Höflichkeitsschwankungen. Wenn er verletzt oder verwirrt schon, ne? sein sollte, erkennt ihr ihn an seinem goldenen Familienring. Von dem würde er sich nie trennen, solange er lebt. Was, wenn er keine Finger mehr hat? Was? Das ist eine wichtige Frage. Hey, Treya. Wir sind hier, um den Dorf anzuzünden. Jedi, ihr seid gekommen. Ich hatte schon Sorge. Ich dachte, ihr würdet es nicht schaffen. Ihr müsst euch beeilen. Ihr müsst meinen Sohn finden, bevor ihm etwas zustößt. Du bist nicht meine Mutter. Sag mir nicht, was ich tun soll. Nur die Ruhe bewahren. Die Fleischräuber haben ihn schon seit einer Woche. Sie kamen bei Anbruch der Dämmerung. Einer von ihnen war mit Blut und Narben übersät. Er hat meinen Sohn verschleppt. Hört zu. Unsere Späher haben Vio, meinen Sohn, auf dem Tythosgard gesehen. Dort haben die Räuber ihr Lager. Sie sagen, er ist verletzt. Er blutet und humpelt, aber er lebt. Er wartet darauf, gerettet zu werden. Ein lange Warten. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Das kann nicht euer Ernst sein. Ihr müsst ihm helfen, bevor ihm etwas Schlimmes passiert. Nein, ich bin ein Assi. Mal sehen. In Ordnung. Ach komm! Ihm wird nichts weiter. Das verspreche ich. Kerberos ist einfach dieses ignorierte Kind in der Gruppe. Immer wenn er etwas sagt, sagen alle anderen sofort das Gegenteil und ignorieren, was er gesagt hat. Etwas, ja. das er als Spur zurückgelassen haben könnte. Er hatte einen Ranzen bei sich. Er ist wieder der Edgelord, den niemand ernst nehmen kann. Die Fleischräuber werden versuchen, euch aufzuhalten. Aber ich habe gesehen, wie gut Jedi kämpfen. Helft mir, Jedi. Helft meinem Sohn. Das ist wichtig. Wissen! Wissen. 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 Okay, dann machen wir mal zu Fuß los, ja? Ja. Das ganze Fleischrauber-Territorium entvölkern. Stufe 20. Naja, wenigstens kriegt man so oder so. Das stimmt. Es wäre ultimative Krätze, wenn Fahrzeuge erst einfach wirklich nur für Leute ohne Abo gar nicht zu kriegen sind. Ja. Wenn ich mal die Erfahrung kriege für die Morde, die wir begehen. Ich brauch die Erfahrung. Bringen wir alles um. Doch, Erfahrung kriegen wir dafür. Die wird mir zumindest bei mir gerade nicht mehr angezeigt. Kommt mit dieser Kamehameha von hinten. Muss alles töten, was töten kann. Es braucht Erfahrung. Sie haben mich gefunden, Matriarchin. Vergebt mir. Nein. Die Fleischräuber sind hier. Ich kann sie nicht abwehren. Die Patrouille ist zu weit weg. Ich kann nicht. Lebe wohl, mein Sohn. Ciao. Matriarchin. Lebt wohl. Okay. Schön. Moment mal. Sind wir vorne an der Erkundungsmission vorbeigerannt? Datenpad? Hier, ihr da. Da. Bin sofort da. Mir gefällt das Geräusch in dem Lichtschwert. Kurzer Moment. Was für ein Geräusch macht deines eigentlich, Bermo? Ah. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wo seid ihr? Die ganze Strecke zurück, die du gelatscht bist.
Ui, Wippe. Meine liebste Balea, dies sind wahrscheinlich die letzten Worte, die ich an dich richten werde. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ich war ein Narr, Balea. Wie immer. Ich hätte nicht allein auf die Jagd gehen sollen. Das wusste ich. Aber wo unsere Rusa doch so krank ist und der Doktor sagte, dass er die Zähne der Manka-Katzen für ihre Medizin braucht. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, ihre Zähne zu holen. Für Rusa. Aber die Fleischräuber dressieren die Tiere. Machen sie aggressiv. Schrecklich. Es tut mir so leid, Liebling. Und ich bin so müde. Ich muss schlafen. Meine Kräfte schon. Gute Nacht. Falls die Manka-Katzen zurückkommen. Ich bringe ihre Zähne nach Hause. Irgendwie. In dem Fall posthum. Also Straße da folgen. Weiter reingehen. Ich wollte mal sagen, wo willst du denn jetzt hin? Bonus, töte alles, okay. Alter, ich bin ein Ticken sauer, weil aus irgendwelchen Gründen bricht er die ganze Zeit ab. Ich bewirke uns, aber der macht einfach die Sachen, dass die es machen können. Hm. Kann auch passieren, dass es abbricht, sobald deine Macht verbraucht ist. Ja, darauf achtest. Das hier meistens, sind immer meistens die ersten paar Angriffe, die, wenn es funktionieren. Hat der Zahn auch für euch gezielt? Was? Der was? Der Zahn? Nein. 0 von 6. Ja. Müssen wir wohl alles selber suchen. Ein Zahn. Okay, 3 von 6. Oh, ich habe ein Totem gefunden. Alles klar. So, habe Zähne. Ist es, mir fehlen noch viele. 4. Ah, mir fehlen noch 2. Ich habe irgendwie aus 2 Katzen 3 sind alle 6 Zähne geplündert. Ja, ich hab das gesehen. Bei mir waren so 2 Zähne und dann war plötzlich einer weg, als du angefangen hast zu looten. Ah. Dunkle Seite und so. Verblüten Loot klauen. Ich brauch noch 3. Da ist meine Maus, heilige Schande. Ach, die hat einen Katzenzahn. Ich brauche immer noch 2. Dito. So verwinkelt hier alles. Ah, hier ist eine Katze. Ja, ich hab 2 Katzen. Okay, hab alles. 5 von 6? Ah, dann. Da sollten noch welche sein. So, hab ich auch.
So, dann müssen wir weiter Totem suchen. Ja. Es bringt halt alles um Erfahrungspunkte zu tun. Ja, das ist eine gesunde Idee, einfach so die Wand des Todes zu sein, die wir immer sind. Ja, es muss halt Level 20 erreichen, und zwar relativ flott. Das Totem ist wahrscheinlich da oben irgendwie. Ja. Haha. Haha. Wieso läuft es so langsam jetzt? Ein Totem. Okay. Yes. Ja, und das letzte Totem. Ja, jetzt kommen wir erstmal hier rauf. Ja. Okay, bereit. Ei. Okay. Und rein da. Okay, das sind Einzeldinger, okay. Keine Herausforderung. Nein, ja, genau. Oh Gott, es kommen gerade. Es ist irgendwie so seltsam, dass ich keinen wirklichen Nahkampfangriff hat. Ja. Bei mir ist es seltsam, dass ich keine wirklichen Sprungangriffe habe, die mich direkt in den Gegner was reinziehen. Das auch. Die Dinge vermisse ich am meisten. Aua! Aua, 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 aua. Was ist das? 3. Oh, ihr rettet so viel weiter als es. Aber praktisch schon, wenn die gleiche Höhle ist. Das gute alte Dragon Age 2 Syndrom. So, ich bin da. Weil es gibt noch diese eine Ausbuchtung, wo noch. Wahrscheinlich müssen wir gleich hin.